Freunde der Nacht, Kinder der Sonne, ich grüße euch. Wie schon der Titel des Videos verrät, geht es diesmal um einen Flug nach Ägypten, genauer genommen nach Erguna. Es gibt natürlich viele andere Arten, nach Erguna zu kommen, wie mit einem Linienflug, aber es ist natürlich weitaus besser und bequemer, mit einem General Aviation Flugzeug dorthin zu fliegen. Tatsächlich ist es so, dass man mir vorgeworfen hat, ein reiner Platzrundenflieger zu sein. Und da ich diese Behauptung nicht auf mir sitzen lassen konnte, musste ich einfach mal diese Mission angreifen. Dazu hat man mir auch noch kostenlose Unterkunft angeboten und schon war die Idee geboren. Das Motto war, wir machen ein Abenteuer und das bedeutet eine selbstgewählte Ungewissheit. Schauen wir uns die Eckdaten an. Erguna liegt am Roten Meer, etwas nördlich von Hurghada, nur wenige Flugminuten oder eine gute halbe, dreiviertel Stunde Autofahrt entfernt. Das sind ungefähr 1750 nautische Meilen. Abflug sollte sein der 27.10.2017 und zurück sollten wir sein in Berlin am 5.11.2017. Dafür hatten wir also für dieses ganze Projekt 10 Tage Zeit. Da werden ungefähr 25 Flugstunden zusammenkommen bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 140 Knoten über Grund. Schauen wir uns mal das Routing an oder vorneweg, warum zerstückeln wir es? Es ist unsere erste gemeinsame lange Flugreise mit meiner Partnerin. Da sie nicht gleich beim ersten Trip völlig überfordert wird, fingen wir die Sache etwas ruhiger an. Ja, natürlich konnte ich hier auf Erfahrungen zurückgreifen, die andere Personen schon gemacht haben. Und wenn man sich den Großkreis anguckt von Berlin nach Erguna, sieht man, dass Belgrad hervorragend drauf liegt. Belgrad hat zum einen eine relativ kurze Entfernung von Berlin, so gut 3,5 Stunden. Als auch so ziemlich das günstigste Afgas, was ich bis jetzt kaufen durfte, für rund 1 Euro. Der zweite Stopp ist in Heraklion. Das ist so ein wenig das nötige Übel dieser ganzen Reise. Um diesen Flugplatz kommt man nicht drum rum, an nochmal Afgas zu tanken, bevor man Europa verlässt. Und auch hier sieht man, dass er eigentlich ganz gut liegt. Los ging das Ganze dann am 27. an einem Freitag nach der Arbeit abends los nach Belgrad, um sozusagen das erste Leg dort zu fliegen und gleich eine Nacht zu haben, um sich von den ersten Strapazen zu erholen. Dazu mussten wir die Ausreise anmelden in Schönhagen, also eine Passkontrolle und Zollkontrolle vornehmen, weil wir sowohl die Schengen-Raum verlassen als auch den EU-Raum verlassen. Belgrad gehört nicht dazu. Ja, in Belgrad selbst muss man Handling requesten. Dazu muss man eine Mail schreiben, die relativ einfach ist und auch gut angenommen wird. Da gibt es dann immer die Standardfragen, wie viele Passagiere, welches Flugzeug, wann geht es weiter, wo kommen sie her, lalala. Das ging sehr einfach. Ja, zusätzlich wurde mir empfohlen, auch das Fuel zu requesten. Das ist so ein bisschen, ja, zum einen sinnvoll, zum anderen auch komplett sinnlos, weil der Tankwagenfahrer weiß sowieso nicht, dass man kommt. Man hat es rübergeschickt. Man muss leider beim Refuelen beachten, dass dort ein doch Linienverkehr herrscht, ein recht reger, und dass der gleiche Fahrer, der den Tankwagen für Afgas fährt, auch einen Jettanker fährt. Und so kann es schon mal sein, dass man eine Stunde oder auch mal zwei auf den Afgastanker warten muss, bis er nämlich die Linienflieger abgefertigt hat. Auch das werden wir uns während dieses Abenteuers begegnen. Geplante Flugzeit 3 Stunden 16 Minuten, also insgesamt ein geschmeidig kurzer Flug zur Einstimmung, das sah ganz einfach aus. Die Wettervorhersage an sich war dann doch schon nicht mehr so trivial. Wir hatten halt wie das ganze Jahr 2017 wieder mal sehr viele Taurinkumulis und Kumulisbewölkung. Es gab gewisse Eisvorhersagen. Wir kratzten ja auch an der ganzen Sache über die Alpen hinweg. Das war schon ganz spannend. Und wir kommen natürlich aufgrund der Jahreszeit auch in die Nacht hinein in Belgrad. Der Flugplatz hat 24 Stunden offen, dahergehend haben wir da gar keine Schwierigkeiten. Da können wir ganz entspannt ankommen. Das Routing selbst ist etwas semi-optimal gewesen. Wir hatten also einige Knicks nach links oder rechts. Die haben sich ganz gut dann aber im Flug ausgelevelt sozusagen, dass wir dann durch die Slowakei doch relativ gerade durch konnten und dann am österreichischen Luftraum vorbeigekratzt nach Belgrad gekommen sind. Das ist sehr schön. Man sieht dort, Bulgarien hatte schon diesen Free Route Airspace. Da ging es halt oben rein, unten raus, gerade hier. Ganz wunderbar. Ja, hier sieht man dann sehr schön die tatsächlich geflogene Strecke.
Man sieht, dass wir doch deutlich östlicher um Prag rumgeführt worden sind und dann also sehr relativ gerade durchgekommen sind. Dann den Splenk nach unten bis runter nach Belgrad. Insgesamt kann das Routing als ziemlich optimal bezeichnet werden, abgesehen von den Wetterkapriolen, die wir zwischendurch austanzen mussten. Dann schauen wir uns mal an, was für Belgrad alles spricht und worauf man achten muss. Das Abgas ist unschlagbar günstig mit rund 1 Euro der Liter, ein absolut Place to be, wenn man einen Abgasflieger hat. Die Hotels in der Stadt auch sehr preiswert, auch beim Hotel, beim Flughafen die Hotels sind preiswert. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man wunderbar eine Nacht verbringen. Der Flughafen selbst hat 24 Stunden, hatte ich gesagt, wunderbar. Die Landegebühren an sich, wenn es nur ein reiner Technical Stop ist, also wirklich landen ohne Einreise, also eine Stunde auf dem Vorfeld tanken wieder weg, sind sogar noch ein bisschen günstiger. Wir haben ja übernachtet so lange wie bei rund 75 Euro, was ein Flughafen dieser Größe und dieser Klasse vollkommen okay ist. Ja, was einem auf die Füße fallen kann, sind wirklich die Wartezeiten aufs Abgas. Wir hatten es bis jetzt immer knapp unter einer Stunde, bis es anfing mit tanken. Das kann aber auch mal 2 Stunden dauern oder 2,5, einfach so, wie die Arbeitsbelastung ist. Es ist kein Euroland, man muss ummodeln, beziehungsweise man kriegt den Rechnungsbetrag dann in der Landeswährung ausgewiesen, muss sich das selbst nochmal umrechnen. Der Taxifahrer nimmt zwar Euro, besser wäre aber die Landeswährung, muss man einfach darauf achten. Es ist nicht Schengen, ja, das ist ganz wichtig wegen der Aus- und Einreise, wenn man es als Transferland nimmt. Muss einfach der richtige Flughafen dann auch auf der EU-Seite sein, wo man dann wieder einreist. Ja, der Start und der Steigflug von Schönhagen aus war komplett uneventful. Wir haben dann direkt nach Hermsdorf bekommen, haben die Slowakei hinter uns gelassen und sind jetzt schon bei Budapest Radar über Ungarn. Rechts von uns ist der Balaton und wie man sieht, kämpfe ich hier auch schon mit einem der Hauptkonzerne beim ganzen Aufnehmen der Flüge. Das ist nämlich die Stromversorgung. Man muss sich dann entscheiden, Audio aufnehmen oder Stromversorgung. Das ist gar nicht so einfach mit einer GoPro. Ja, jetzt kommt auch sozusagen der anspruchsvollere Teil des ganzen Flugvorhabens. Wir kommen auf eine schöne Front zu, die sich dort noch auf dem Weg vor Belgrad vor uns aufgebaut hat. Und wir müssen halt entscheiden, wie wir damit umgehen und wie wir das flugtaktisch hinbekommen, weil wir natürlich aufpassen müssen, nicht total zu vereisen. Oh, kalt. Kalt, 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 kalt. Ich denke, wir sind unter 0 Grad. Ne? Das könnte dann im Regen zu Eis werden. Über Freezing Rain müssen wir bei der Wetterkonstellation uns keine Gedanken machen, allerdings über die Vereisung auf jeden Fall. Daher werde ich jetzt nochmal einen Wetter-Download im ADL starten. Man sieht, ich habe es ja schon geladen. Ich kann es jetzt auch gleich mal abspielen, wie sich das entwickelt hat. Es ist relativ stationär und ja, nichts Rotes, aber Orange ist auch schon eine ganz ordentliche Sache und egal ob links oder rechts, es geht beides viel zu weit, um da komplett drum herum zu gehen. Und deshalb entscheiden wir uns fürs Durchfliegen oder Unterfliegen gleich. Und jetzt hier starte ich den ADL-Download nochmal für die aktuellsten Radardaten. Das ist die Frage, ob wir da durchkommen. Also im Moment würde ich sagen, wir fliegen rein. Was würdest du sagen? Wir fliegen rein. Moment, ja, die Frage, wollen wir ein bisschen sinken oder wollen wir da durchknattern? Ich habe vorhin schon gesagt, ich wäre auf 100 runtergegangen. Okay. Delta Whiskey Romeo Request, Flight Level 100 to avoid. Delta Echo Oscar Whiskey Romeo, would you say your request? Delta Echo Oscar Whiskey Romeo Request, Flight Level 100 to avoid. Delta Whiskey Romeo, descend to 10,000 feet, QNH 1013. 10.000 feet on 1013, Delta Echo Oscar Whiskey Romeo. Das ist noch ein kleines Stück, ne? Orange. Ein sehr kleines Stück. Da wird es ganz schön holpern und dann wird es hoffentlich wieder gut sein. Ja, wir kommen aber links und rechts nicht gut vorbei. Gut, dass wir in den Süden fliegen. Im Moment habe ich das Gefühl, wir fliegen irgendwo nach Norden. Die Arktis. Die Arktis. Ja, die Welt geht unter vor uns. Aber dieses Lichterspiel ist immer toll, ne? Aber wenn wir hier durch sind, können wir auch schon in, runtergehen, ne? Ja. Budapest Radar, good evening. Oh, sieht ganz gut aus, ne? Hier. Wobei, müssen wir noch ein bisschen tiefer. Hotel Bravo, Foxtrot Victor, Tango, Budapest, good evening, Radar Contact, proceed to Dimlo. Like Dimlo, Hotel Bravo, Fox Victor Tango. Oder was denkst du?
Ich denke, wir können im Zweifel so tief gehen, dass wir am Boden kratzen, weil wir nicht wissen, wie sehr die also wir sind jetzt noch nicht drunter, aber ich würde jetzt erstmal darauf ankommen lassen, ob da überhaupt Eis drin ist. Tiefer sinken, um aus dem Eis rauszukommen, können wir immer noch. Unter uns, die Höhe ist 2200 Fuß. Wir können hier sehr tief runter und da kommen wir immer in die Plusgrade. Also der Fluchtweg nach unten ist nicht versperrt. Aber ich würde die Höhe noch nicht aufgeben. Welchen Vorteil haben wir mit der Höhe? Ja, wir können weiter segeln. Wir sind ein bisschen schneller. Oder wir gehen auf 7000 Fuß. Ich hätte 8 gesagt, aber 7 können wir auch. Delta Echo Oscar Whiskey Romeo request 7000 feet to avoid. Delta Whiskey Romeo clear to descend to 10000 feet, QNH 1013. Yes, but we request 7000 when possible, Delta Whiskey Romeo. Stand by. Delta Whiskey Romeo expects further descent from flight information on 133.0, radar control terminated. Bye bye. Say again the frequency, Delta Whiskey Romeo. 133.0. 133.0, Delta Whiskey Romeo, bye. Bye bye. Keine Ahnung. Flight Information Service, Delta Echo Oscar Whiskey Romeo, good evening. Delta Echo Oscar Whiskey Romeo, Budapest Information, good evening. QNH 1013, report your requested altitude. We request 7000 feet to avoid and squawk is 6436, Delta Whiskey Romeo. Descend to 7000 feet by the QNH. 7001013, Delta Whiskey Romeo. Ja, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Da habe ich mich jetzt also aus dem kontrollierten Luftraum rausoperiert, der da nur bis Flugfläche oder ab 10.000 Fuß beginnt, und bin jetzt im unkontrollierten Luftraum geblieben. Radar-Service ist terminated und was mir natürlich jetzt durch den Kopf geht, bin ich jetzt noch IFA oder nicht? Ja, ich bin es noch. Ich bin im Golf mit einer IFA, ja, nicht Anführungszeichen Freigabe, sondern ohne Radar-Service, gehe zu Flight Information Service. Und ich gehe mal davon aus, dass das Ganze jetzt wie in England funktioniert, dass man selbstständig für die Vermeidung von Lufträumen und so weiter zuständig ist. Ist halt manchmal ein Nachteil, wenn man sich aus dem Eis raushalten will, beziehungsweise wenn man einfach beschränkte Möglichkeiten hat, was die Performance eines Flugzeugs angeht, dass man sich so auch aus dem kontrollierten Luftraum rausoperieren kann. Und das gleiche habe ich schon mal über Polen geschafft, wo ich auch unter 10.000 Fuß IFA fliegen wollte und die wollten auch fünfmal die Bestätigung, dass ich sicher bin, dass ich jetzt außerhalb des kontrollierten Luftraums bereit bin zu fliegen. Der nächste Gedanke, der einem durch den Kopf geht, ist natürlich, wie wird es jetzt im Approach aussehen in Belgrad? Werde ich dort downgegradet für einen VFR-Anflug? Muss ich mich mit den VFR-Procedures beschäftigen oder bleibt es dabei, dass ich ein ILS fliegen kann und ganz entspannt reinkomme? Wir werden sehen. So, um jetzt möglichst schnell runterzukommen und gar nicht erst in richtige Verheißung einzufliegen, weil was ich erstmal in der Hülle habe, kriege ich auch so schnell nicht wieder los, fahre ich das Fahrwerk, um die als Speedbrakes zu missbrauchen, um möglichst schnell sinken zu können. Und da wir uns ja eh jetzt gerade so schön Gedanken machen, ist es natürlich auch das Wetter, was einen beschäftigt. Wie holperig wird die ganze Veranstaltung da jetzt drin? Werde ich die 0-Grad-Grenze wie geplant unterfliegen, dass ich halt nur noch in Niederschlag fliege statt in Vereisungsbedingungen? All das ist jetzt natürlich gerade sozusagen das, was die volle Aufmerksamkeit bedarf, und die nächsten Minuten werden zeigen, wie wir durch die ganze Sache durchkommen. Schon verrückt, wie viel diese Fahrwerk ausmacht, ne, an Geschwindigkeit. Du kannst mit dem ausgefahrenen Fahrwerk einen Sturzflug machen, eigentlich fast die Nase senkrecht runter machen. Aber jetzt sind die Turbulenzen ja wieder weg. Ja, wir sind ja auch gleich durch. Jo. So, Wetter müsste jetzt erledigt sein. Ah ja. Jetzt haben wir nur ein bisschen Eis angesetzt. Ja, nur ein bisschen. Wird mein ganzes Gelaber aufgenommen. Das schneide ich alles raus. Besser ist es. Oh, guck mal, das sieht ja toll aus mit dem Schnee. Jetzt schneiden wir zu. So, jetzt siehst du es auch in der Nase, den Schnee. Yo. Delta Echo Oscar Whiskey Romeo, change frequency to Belgrade approach 133.1, bye. 133.1, Delta Whiskey Romeo, bye. Jetzt müssen wir mal die Artis abhören. Oh, charge. 122.925. 2.13,
Information Uniform. Vanguard Approach, good day, Delta Echo Oscar Whiskey Romeo, 7000 feet on 1013 inbound Rikmu, Information Uniform on board. Delta Echo Oscar Whiskey Romeo, Robert Dunn, Focus 7444. 7444, Delta Echo Oscar Whiskey Romeo. Jetzt hängen wir ganz schön lang in der Suppe. Aber wir tauen wieder. Wird doch langsam warm. Oh, total. Jetzt, wo du es sagst. Naja, wir haben lange gekämpft. Womit? Um nicht in die Suppe reinzukommen. Ja. Aber wir müssten eigentlich auch gleich durch sein. Müssten wir schon raus sein. Ja, es ist bestimmt noch mal ein bisschen gewandert. Auf jeden Fall wäre das heute nichts für Frauke. Meinst du, die hat schon geheult, ja? War vorhin schon zwei, dreimal ganz schön holprig. Ja, aber da war es ja noch nicht IMC, jetzt wird es ja richtig spannend. Ist doch tatsächlich wärmer geworden. Ja. Wir sind raus. Ja, das Grüne, die Endausläufer noch? Jo. So. Gleich jeden Moment vorbei sein. Ja, jeden Moment scheint die Sonne. Ja, die nicht mehr, die ist untergegangen, Schatz. Echt? So, wir approachen. Yankee Bravo Echo. Wir haben hartes Information, wir sind auf Approach 133.1. Send expect 1 Belgrade Tower an 118.8. Localizer ist 1. Oh, der macht gar nicht gut. Zack. Und das DMI. 112.05. Jo, haben wir auch. Das ist schon mal gut. Final Approach Course ist 298, also fast 300, und wir haben Glide Slope Check on 1675 und ILS Minimum ist 533. Haben wir 540. Haben wir gemacht. Port Elevation ist 336 und Runner Elevation ist 330. North East ist 3000 und South East ist also 3000. Ja, wo ist jetzt dieser Niederschlag her? Gute Frage. Ist der erst entstanden? Ja. So, Mist Approach ist Climb Straight Ahead to 3 Bravo Golf Delta. Das ist das. And then turn left. Turn climb to 3000 and hold over NDB. Sehr schön. Minimum haben wir. Die Frequenz haben wir auch drin. So, Approach Briefing ist complete. Speed lassen wir offen. Up to ATC. Steffi, wir machen den Flieger ganz.
Mist Approach ist drin, angeschnallt sind wir beide, das ist hier richtig angestellt. Nach 1, Localizer auf Off. Jo. Enough Modus. Open Item. Hast du nicht irgendwas erzählt von, du hast schon unter uns Boden gesehen? Ja, hatte ich auch. Jetzt sehe ich gerade nichts mehr unter uns. Das war vor 5 Minuten, Schatz. Ja, also die Frage, ob wir jetzt wieder wie IFA-Verkehr behandelt werden, hat sich Gott sei Dank geklärt. Ich war da schon ein bisschen innerlich aufgewühlt, dass ich jetzt im Dunkeln in Belgrad einen VFR-Anflug machen müsste. Das ist mir doch IFA wesentlich lieber. Ansonsten wettertechnisch, taktisch ist es sehr gut aufgegangen. Wir haben uns halt relativ früh runtergearbeitet, um in den Plusgraden zu bleiben. Wir mussten dann ein bisschen mit dem Gear nochmal spielen, um die Turbulenzen auszugleichen, dass wir da nicht zu sehr durchballern mit zu hoher Geschwindigkeit. Aber das war auch alles relativ kurz, so dass wir jetzt sozusagen noch IMC sind und durch ordentlich Regen fliegen und bereit sind, in Belgrad zu landen. Das ist ein feinerer Regen, ne? Ja. Ja, vor allem Regen, kein Eis. Vorhin war es ja so ein... Hagel? Schnee, Eis, Hagel, keine Ahnung. Also dieses Autorouter von Achim scheint ja wirklich gut zu planen. Weil der hat auch was 3.15 geplant und da werden wir auch jetzt rauskommen, wenn wir landen. Jo, das sind auch die Daten, die du eingibst. Ne? Also Autorouter kann natürlich nur das verarbeiten, was du eingibst. Und da ich Summe sie mit 140 True Airspeed im Schnitt eingegeben habe, was eigentlich viel zu gering ist, weil wir hier 160 fliegen, kommt es aber am Ende mit den Zeiten gut hin. Ich hatte vorher mit 160 immer geplant, oder früher mit 150. Und dann kamst du immer 20, 30 Minuten später an. Und das hat dich irre gemacht, weil du immer viel zu langsam warst. Und jetzt passt es, wie du gesagt hast, richtig auf die Minute. Wenn der sagt 3 Stunden 15, dann bist du oft in 3 Stunden 15 da und so, okay. Jetzt nicht langsam time auf Moment. Wir warten noch, wir turnen jetzt Gulbu. Delta Echo Oscar Whiskey Romeo, now turning Gulbu and ready for descent. Delta Whiskey Romeo, descent altitude 4000 feet, QNH 1011. 4000 feet, 1011, Delta Whiskey Romeo. Delta Echo Oscar Whiskey Romeo, are you familiar with the Rigmu 1 mic arrival for runway 30? Check us in the database, Delta Whiskey Romeo. Delta Whiskey Romeo, you are missing the track. So if you are not asked for guidance, and take heading 180 right now. Sorry, say again, Delta Whiskey Romeo. Heading 180? Correct, and check if you can find Rigmu 1 mic. If you cannot, you expect vectors for the ILS runway 30. I check this, Delta Whiskey Romeo. So, das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, wie einiges schief gehen kann. Als allererstes vergesse ich auf Heading Mode zu wechseln und den Heading zu fliegen. Und das zweite ist, ich beschäftige mich mit der Suche von dem Arrival. Im Nachgang ist mir das im Flug gar nicht so aufgefallen, sieht das alles richtig unglücklich aus. Tatsächlich ist es so, dass die ATC das Arrival Route aus dem Filing hier nimmt und voraussetzt, dass man es fliegt. Habe ich so noch nicht gefordert gehabt und werde ich in Zukunft besser darauf achten müssen. Delta Whiskey Romeo, turn right, fly heading 180. Right, 180, Delta Whiskey Romeo. Ja, das kann man jetzt mal als freundlichen Anschluss werten. Schließlich hatte ich ja vorher schon gesagt, ich fliege 180. 345 Echo, direkt to Babis for Shocket. Direkt Babis, das ist 445. And Delta Whiskey Romeo, request vectors for the ILS 30. Roger, continue the vector given. Expect downwind leg in a minute and a half. Copy, Delta Whiskey Romeo.
Ja, wenn man schon selber nicht weiter weiß, sollte man wenigstens jegliche Hilfe in Anspruch nehmen, die zur Verfügung steht. Und mit Vectors ist das Thema jetzt erstmal erledigt und es geht voran. Ich habe mit dem Gerät noch nie ein Arrival aufgemacht, muss ich sagen. Und das hat mich jetzt überrascht gerade. Das muss ich nachher mal angucken. So, 4000 Feet. Delta Whiskey Romeo, turn left, heading 120, downwind. Left, 120 for downwind, Delta Whiskey Romeo. Delta Whiskey Romeo, track adjustment to the left, heading 115. 115 to the left, Delta Whiskey Romeo. Delta Whiskey Romeo, turn left, heading 105. Left, 105, Delta Whiskey Romeo. Das war vielleicht gar keine schlechte Idee, unter 10.000 Fuß zu sehen. Weil? Weil wir kein Eis angesetzt haben. Oben hätte sein können, dass wir Eis angesetzt hätten. Hätte aber auch sein können, dass wir schneller durch sind. Wer weiß, wer weiß. Aber erstmal hat es gut geklappt. Das andere ist Theorie. Wichtig ist ja auch nur, dass wir keine falschen Entscheidungen treffen. Delta Whiskey Romeo, turn left heading 090, descent altitude 3200 feet. Left 090, down to 3200, Delta Whiskey Romeo. Ein Laserpointer. Delta Echo Oscar Whiskey Romeo, turn left, heading 030 for base. Left 030, Delta Echo Oscar Whiskey Romeo. Obacht, wer aufgepasst hat, hört jetzt auf einmal das Kennzeichen in voller Länge. Wir haben aber noch keine Clearance fürs ILS. Approach activated. Delta Whiskey Romeo, turn left, heading 330 to intercept localize, clear the LS approach runway 30. Left 330 to intercept localizer, cleared ILS 30, and you need a high speed approach? There is no need, no succeeding, close. Copy, Delta Whiskey Romeo. So, dann speed check hier. Radar Hello, Tarom 217 Charlie, inbound Osric, maintaining 180. Tarom 217 Charlie, hello, Belgrade Radar, identified Osric 1, Bravo, ILS 30, number 2. Osric 1, Bravo, ILS 30, number 2, any speed for us, Tarom 217 Charlie? No speed for the time. On, check, flap step. Da vorne die Bahn? Ich bin hier auf meine Instrumente etwas fixiert. Okay. Ist 12 Meilen in die Richtung. Das ist sie da, ja. Ja, jetzt kann man sehr schön sehen, dass ich euer Flugzeug mit dem GPSS-Mode ausrichte auf dem Localizer und wenn es established ist, umschalte auf den NAV-Mode, damit er den Glide Slope captured und dem ILS folgt. Delta Whiskey Romeo, established localizer 30. Delta Whiskey Romeo, report established on Glide. Gut so. Ja, jetzt kann man sehr schön sehen, dass alle drei Tasten vom Autopilot auf On sind. Das erste ist allgemein erstmal anschalten, da folgt er dann Heading oder GPSS-Mode. Das zweite ist der NAV-Mode, der ist jetzt sozusagen aktiv. Und das dritte ist der Attitude-Hold-Mode, der gleich rausspringt, wenn wir den Glide-Slope capturen. So, Gear is down in green. Gear, du hast ein Gear. Mixer ist voll rich. Coal flaps sind open. Trims sind no turn.
Jetzt geht er runter. Kann man jetzt sehr schön sehen, wie die Altitude-Hold-Taste rausspringt. Der Sound vorher kam vom SB. Delta Whiskey Romeo established on the LS30. Delta Whiskey Romeo, contact the Everest Tower 118.1. 118.1, Delta Whiskey Romeo, bye. Prijavamo Charlie, kontakt Beograd, Raider, 133.1, prijatno lepo. Hvala lepo, prijatno vama, Charlie. Belgrad Tower, good evening, Delta Echo Oscar, Whiskey Romeo, established ILS-30. Delta Echo Oscar, Whiskey Romeo, good evening, Beograd Tower, continue approach, runway 30, wind 330 degrees, 10 knots, report Automarker. Report Automarker, Delta Whiskey Romeo. So 1657. 7 was 2400. Perfect. Serbia 16 Golf, runway 30, wide delta, clear for takeoff in 330 degrees. 2008. Clear takeoff, runway 30, Serbia 16 Golf. Ja, hier kann man jetzt sehr schön sehen, wenn man jetzt nicht mehr groß am Flugzeug rumkonfiguriert, sondern das Fahrwerk und die Klappen draußen hat und der Speed dadurch relativ konstant ist im Anflug, dass der Autopilot das ILS auch extrem stabil runterfliegt und dort keine weiteren Korrekturen notwendig sind. Ja, für Fahrwerk und Klappen habe ich mich entschieden, weil ich halt keinen Verkehr direkt auf dem ILS hinter mir habe, sodass ich doch die ganze Sache ein bisschen ruhiger angehen kann. Es ist zwar hervorragende Wetterbedingung, aber warum jetzt damit Gewalt runterbrettern? Wir haben 16 Golf, Kontakt Raider, 133, so, ich darf jetzt nur nicht vergessen, den Automarker zu reporten, damit er mir die Landefreigabe gibt. Automarker, Delta Whiskey Romeo. Delta Echo, Oscar Whiskey Romeo, Roger, runway 30, clear to land, 330 degrees, 10 knots. 30 is clear to land, Delta Echo, Oscar Whiskey Romeo, with a long landing, is this okay? Approved. Wow, was auch immer. Belgrade, the bridge, Serbia 68, Bravo, stand, Alpha 4, destination, Malpensa, ready for pushback interest. Serbia 68, Bravo, the bridge, on Belgrade Tower, startup pushback approved. Runway 30, QNH 1012. Start of pushback is approved. Runway 30, QNH 1012, Serbia 68, Bravo. Ja, das 500 kam gerade auch vom Aspen. Ansonsten ist es natürlich gerade so eine Nachtlandung bei so klarem Wetter unheimlich schön. Ich mag immer die Stimmung mit den Lichtern. Weil wir ganz am Ende der Bahn abrollen wollen, hinten bei Bravo, werden wir jetzt eine ziemlich lange Landung versuchen, um die Rollzeit möglichst gering zu halten. Wenn man nämlich vorher abrollen muss, wenn man gleich vorne landet, dann fährt man in den entgegenkommenden Verkehr, weil es dort nur ein Taxiway gibt und die dann auch wiederum zu 3.0 dort runter. So, wir haben Landing Clearance, wir haben Flaps, wir haben Gear, wir haben Mixer. Austrian 736 Kilo, line up and wait, runway 30. Line up and wait, runway 30, Austrian 736 Kilo. Ja, war dann doch leider ein bisschen zu früh doch aufgesetzt, aber es ist aufgrund der nächtlichen Referenz nicht ganz einfach zu erkennen, wo jetzt der nächste Rollweg ist und dass man an dem dann auch noch vorbeischießt.
Auf jeden Fall müssen wir nicht durch den Gegenverkehr fahren und kommen dann ganz oben bei der Apron raus, da wo es auch so sein sollte. Jetzt hat man sehr schön gesehen, wie das Aspen auf Ground-Modus umschaltet und auf dem iPad die Rollkarte mit Position auftaucht. Ist ganz nett, hilft zwar nicht immer bei meiner Kompetenz, aber man versucht ja alles. Stand Alpha 1 and follow me to the left, Delta Whiskey Romeo. Just to confirm, stand Alpha 1, 4, first to the left, then second to the right. So stand is Alpha 1, first to the left and then? Delta Whiskey Romeo, report follow me car inside on hotel. Ah, follow me is inside, Delta Whiskey Romeo. Austrian 736 Kilo, runway 30, clear for takeoff, wind 340 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, 30, Austrian 736 Kilo. Warum müssen die so nuscheln? Ne? Oder versteht man die gut? Ich bewundere dich eh, wie du verstehst. Surveillance 5 Mike, line up and wait, runway 30. Line up and wait, runway 30, Surveillance 5 Mike. Tanken wir jetzt noch oder morgen früh? Auf jeden Fall jetzt. Morgen ist Rush Hour, dann stehen wir morgen 2 Stunden und warten aufs Tanken. Nee, wir machen das jetzt. Jetzt ist egal, ob wir noch eine Stunde warten. Okay. So, ich habe jetzt ganz vorbildlich meine Strobes ausgeschaltet, als auch das Taxilicht, um dann den armen Einwinker nicht noch blind zu machen mit meinem Lämpchen und ihn mit dem tollen LED-Licht richtig zu rösten. Ansonsten sieht man hier die Apron von Belgrad sehr schön, da ist ganz schön was los. Sowohl im Linienverkehr als auch im Individualverkehr. Ja, insgesamt waren wir mit dem Flug sehr zufrieden. Wir hatten zwar ein bisschen mit dem Wetter zu kämpfen, konnten das aber ganz gut lösen. Jetzt nach Erreichen der Parkposition wird es so eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, bis der Tankwagenfahrer kommt. Mit Tanken und allem drum und dran und bezahlen sind wir dann so bei 1,15, 1,20, bis wir den Flughafen endgültig verlassen können. Netterweise fährt uns ein Taxifahrer gegen Euro zu unserem Hotel, was nur wenige Minuten vom Flughafen entfernt ist. Ja, sonst dicker Bock war das natürlich mit dem Heading und der Arrival Heading und dem Arrival Routing. Das hatte ich noch nicht, dass die voraussetzen, dass man ein Routing sozusagen einfach weiter stumpf fliegt, sondern ich habe immer so eine Ansage gekriegt, ab jetzt das und das Arrival. Da hat man auch gesehen, dass die technische Neuerung mit dem Aspen noch nicht ganz fest sitzt, dass es da definitiv noch Trainings- und Übungsbedarf gibt. Aber so gesehen sind wir jetzt schön angekommen und freuen uns schon auf den nächsten Flug am nächsten Tag. Ja, soweit so gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte das Liken, Kommentieren und Abonnieren nicht vergessen. Bis dann. Tschüss, tschüss.